keine Late-Night-Show, diesmal nicht aus dem Studio, wie ihr vielleicht festgestellt habt, anhand der Tatsache, dass wir Hintergrundlärm haben und dass Patrick Götz neben mir sitzt, der uns bisher noch nicht besucht hat, aber garantiert es irgendwann tun wird. Demnächst, auf jeden Fall, ja. Sondern wo sind wir hier? Wir sind hier auf der Heinzcon in Norden-Norddeich. Nördlich vom Deich, in Norden-Norddeich. Ja, und ja, was ist diesmal die Heinzcon-Tasse für ein Motiv? Die Heinzcon-Tasse ist diesmal ein Mutant Chronicles Heinz, weil wir da demnächst mal was mit dem Rollenspiel machen werden. Haben wir uns dazu entschlossen, mal einen futuristischen Heinz zu machen. Bisher gab es den Heinz auf der Tasse, auch immer als Miniatur. Das vermisse ich dieses Jahr ein bisschen. Wie soll es da jemals mit Heinz Tactics weitergehen? Ja, die Miniatur haben wir dieses Mal nicht hingekriegt, weil der Sculptor, der die letzten beiden Miniaturen gemacht hat, entschieden hat, vor der Heinzcon 17 Grippen hintereinander zu bekommen und es deswegen nicht zeitlich nicht geschafft hat. Es haben aber so viele Leute nach der Heinz-Kombinatur gefragt, dass ich mir dann jetzt nach der Con tatsächlich mal Gedanken mache, ob wir die nicht nachreichen werden. Das fände ich sehr gut und gute Besserung an den Sculptor. Ja, generell habe ich das Gefühl, es ist dieses Jahr nochmal wieder voller geworden. Es ist schwierig, hier einen Tisch zu finden, an dem nicht schon eine Spielrunde läuft. Sind es mehr Leute oder täusche ich mich? Es sind wesentlich mehr Leute als letztes Jahr, ja. Wir haben viel, viel mehr Ferienwohnungen ordern müssen. Die Tische waren sofort alle voll. Die extra Tassen, die wir hatten, die Flatrate-Tassen waren gestern schon weg. Die Lose waren in der Rekordzeit von 1,5 Stunden heute Morgen alle verkauft. Es ist viel, viel voller als letztes Jahr nochmal, ja. Wie ist denn eigentlich dann die Zusammenarbeit mit Norden-Norddeich und hier mit dem Haus des Gastes? Ich glaube, am Anfang war das so, was zur Hölle macht ihr hier? Und inzwischen ist es ein Termin, der Ihnen sogar auffällt, kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Also sowohl den Ferienwohnungen-Vermietern als auch den Leuten vom Haus des Gastes fällt dieser Termin schon auf, weil wir noch außerhalb der normalen Saison sind. Und dann so ein Extra-Event, wo um die 200 Leute kommen und verzehren und wohnen wollen, für die schon interessant ist, ja. Was ist für dich das Wichtigste, was er hier neu irgendwie rausbringt oder was er hier verkündet? Ja, das Wichtigste, was wir hier neu rausbringen, sind natürlich die diversen Splittermond-Neuheiten, weil ja diese Con schon sehr Splittermond-lastig ist. Ist es natürlich sehr schön, wenn wir auch es schaffen, pünktlich zur Heinz-Con Splittermond-Neuheiten zu haben. Und das haben wir dieses Mal ja sehr gut geschafft mit einem Quellenband, mit einem Abenteuer, mit Charakterbogenzubehör und halt mit der Heinz-Con-Edition vom Splittermond-Regelwerk, die es ja halt hier in der neuen limitierten Version gibt. Nur also exklusiv zu Heinzcon, das ist das Wichtigste. Wir haben allerdings auch noch eine sehr gute andere Neuheit geschafft, hier rauszubringen, nämlich das Bruchtal-Quellenbuch für der eine Ring. Das sollte man nicht unterschlagen. Urwerk Scherge der ersten Stunde und auch einer der Väter- und Mütter-Sammlungen von Splittermond. Und deswegen kann er uns sagen, was gerade frisch neu rausgekommen ist. Ja, das simpelste Produkt ist sicherlich die Deluxe-Charakterbögen. Was ist daran Deluxe? Deluxe ist, dass sie doppelt so viel Platz bieten. Also es ist anders als die bisherigen Bögen, sind sie halt vierseitig. Dementsprechend hat man halt massig Platz. Sind natürlich gekauft auf schön stabilem Papier gedruckt. Das ist die Seine Stadt von Stefan Unteregger. Das fünfte Abenteuer aus der regulären Reihe für Splittermond und spielt jetzt erstmals was weiter weg aus den bisher bekannten Regionen im Takasadu, im Reich Kintai im Fernen Osten, bei den Samurai-Alben, Schwertalben. Die Abenteurer begleiten dort die Seidene Stadt, die auch namensgebend für das Abenteuer ist. Das ist eine große Karawane, die alle paar Jahre zur Gottkaiserin Myuriko zieht, um dort Tribute abzuladen. Auf dem Weg mehrfach die Seidene Stadt aufbaut, ein großer Jahrmarkt. Das heißt, das Abenteuer ist natürlich in gewisser Weise linear, weil diese Karawane hat nun mal einen gewissen Weg und einen gewissen Zeitplan. Da drin ist das Abenteuer aber sehr frei. Das heißt, Stefan hat da verschiedene Ziele angegeben, die sich eine Gruppe oder auch Einzelmitgliedergruppe suchen können, hat mehrere Fraktionen, die widerstreitende Interesse haben. Es gibt mehrere Ereignisse, die passieren. Man muss dann immer auf Basis seiner Ziele gucken, auf welche Seite man sich legt, wie man was löst, ob man eher opportunistisch auf einen eigenen Vorteil bedacht ist, ob man versucht, die Karawane zu schützen und ähnliches. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen, wir haben intern immer gesagt, eine Sandbox auf Schienen. Okay. Was habt ihr Stefan Unteregger dafür geben müssen, dass er so viele Abenteuer für euch schreibt? Wir sind nett zu ihm. Das hilft ganz ungemein.
ich merke mir das. Gut, dann habt ihr noch einen Quellenband und den muss ich sagen, für mich jetzt erstmal auch der spannendste, nämlich die Feenwelten, das Abgefahrene. Ja, also das definitiv ist jetzt das abgefahrenste Buch für Splittermond, völlig richtig. Es ist eine allumfassende Spielhilfe zu unserer Anderswelt. Unsere Anderswelt ist ja ein extrem wichtiger Teil von Lorakis, es grenzt quasi überall ran. Ein Großteil der Kreaturen, die so auf Lorakis an seltsamen Viechern rumschwirren, sind aus der Anderswelt. Der Band will dabei nicht eine allumfassende Darstellung der Anderswelt bieten, das kann er auch gar nicht. Die meinen, sind zu wandelbar, sind zu fremdartig, geradezu chaotisch nach normalen Naturgesetzen. Er will vielmehr zeigen, was sind so die groben Strukturen im Chaos, sage ich mal, oder wie funktionieren Feenwelten, wie abgefahren können sie sein, was für Reglemente kann man auch nutzen, um das natürlich zu unterstützen am Spieltisch. Bietet dazu, ich glaube, es sind 8 Beispielfeenwelten in unterschiedlichen Abgefahrenheitsgraden auch, um zu zeigen, was geht denn so, plus weitere Kreaturen aus der Feenwelt, also ein kleines Bestiarium quasi, plus ein paar Regeln, die mit der Feenwelt zusammenhängen, auch wie kann man die Reiseregeln quasi für Feenwelten adaptieren, ein paar weitere Stärken, aber vor allen Dingen der Hauptteil ist der inhaltliche Teil, der Hintergrund, das heißt, wie funktionieren Feenpakte, wie sind Übergänge in die Feenwelt gestaltet, also was kann man da machen, inklusive lustiger Zufallstabelle, was für eine Art Übergang man da gerade irgendwie im versunkenen Feenwald findet. Und halt wie gesagt diese Beispiel-Feenwelten. Das heißt, wenn man den Band sich durchschaut, sollte man in der Lage sein, auch selbst zu sagen, wie funktionieren die Lorakischen Feenwelten und wie kann ich dort Abenteuer machen, wie kann ich meine eigenen Welten schaffen und so weiter. Das heißt, es soll auch gewissermaßen eine Blaupause sein oder auch ein Steinbruch, dass Leute sich da ihren eigenen Scheiß mitmachen. Es gibt ja ein paar Feenweltenanteile, die relativ fest gesetzt sind. Über die Mondpfade, sind die damit drin, oder? Genau, die Mondpfade werden tatsächlich auch drin behandelt. Das heißt, alle 5 kriegen da auf, das sind glaube ich 2 bis 3 Seiten, eine ausführliche Beschreibung mit einzelnen Stationen, was so an Seltsamkeiten da kommen, aber auch immer natürlich betont, dass die auch die Feenpfade sind ja keine, die Mondpfade sind keine festen Straßen, wo immer dasselbe am Rand ist. Das heißt, auch die sind im Wandel unterworfen. Und dazu werden auch ein paar Angaben gemacht. Auch ebenso zum feischen Glimmer. Das heißt, Feen sind ja oft auch mit einer gewissen Täuschung verbunden, mit Täuschungselementen. Und dieser Glimmer ist halt auch für die Mondpfade, aber auch für alle anderen Kreaturen, ein bisschen in Regeln gefasst, dass man am Spieltisch einsetzen kann. Okay, vielen Dank. Das ist jetzt natürlich für die Heinzcon, habt ihr auch gezielt hier mehrere Sachen rausgebracht, aber es geht auch trotzdem in einer relativ hohen Frequenz weiter. Wie viel kommt jetzt pro Monat oder alle paar Monate? Ja, pro Monat schaffen wir leider nicht, das kriegen wir einfach von der Manpower nicht hin. Noch nicht. Ja, noch nicht. Es wird alle paar Monate was geben. Also es sind momentan ein weiteres Abenteuer sehr, sehr weit. Das wird eher ein Gotor spielen, heißt im Zeichen der Schlange. Klassische Indiana Jones Schnitzeljagd in diesem kleinen Hexcrawl. Weitere Abenteuer sind ebenfalls in Arbeit, die werden dann auch immer so alle 3-4 Monate spätestens kommen, vielleicht auch früher mal schauen. Die ersten Regionalbände sind jetzt fast fertig, Selenia sollte in sehr absehbarer Zeit kommen, Sujiang wird noch dran gearbeitet, danach die nächsten beginnt gerade die Schreibphase, eine große Ioria-Box beginnt jetzt die Schreibphase, Götterband sind wir zu 50% mit den Texten durch, Magieband ist gerade in der Konzeptphase, das heißt wir gucken, die erweiterten Beschwörungsregeln, Golem-Bauregeln, sonst was, wie lassen die sich ins System einführen? Oder einfügen. Also unser Plan ist so, dass spätestens alle 2 Monate was für Splittermond erscheint. Ob wir das schaffen, müssen wir halt immer gucken. Okay, vielen Dank für diese sehr vielen, sehr dichten Informationen. Immer wieder gerne. Und noch eine schöne Con. Euch auch, Dankeschön. Und das ist der Gewinner des Uli Lindner Lookalike-Wettbewerbs, den wir vor 2 Jahren hier ausgetragen haben, der uns jetzt aber trotzdem was über Bruchtal erzählen kann. Ja, Bruchtal ist die neue Spielhilfe zu der Einen Ring, jetzt auf Deutsch übersetzt, im Original natürlich Rivendell. Enthält namensgebend natürlich eine Beschreibung des letzten heimlichen Hauses, der Leute, die dort leben, also Elrond und Konsorten. Enthält aber auch eine Beschreibung der ganzen Region Eriador, die so drumherum liegen. Und gerade auch für Spieler sehr interessant, 2 neue spielbare Kulturen. Das sind einmal die Hochelben von Bruchtal und die Waldläufer des Nordens. Die beide, sie werden als heldenhafte Kulturen bezeichnet, die dementsprechend vom Wertespektrum her ein bisschen mächtiger sind als so der landläufige Hobbit. Man kennt es ja natürlich auch aus den Büchern. Inklusive natürlich dann entsprechenden Regeln, wie man die oder Angaben, wie man die mit den alten oder normalen Kulturen aus dem Grundregelwerk oder auch aus dem Lake Town Supplement zusammenspielen kann. Dazu gibt es natürlich auch wieder wie üblich Kreaturen. Es gibt regeltechnische Angaben zum Fürsten der Nazgul. Es gibt Neues zu schätzen. Wohnt er da auch? Man hat halt versucht, so ein bisschen Sachen, die grob damit zu tun haben. Also, okay. Ich meine, er war mal an der Wetterspitze immerhin. Also er war mal in der Gegend. also das war halt quasi alles, was so grob mit der Umgebung von Bruchtal zusammenhängt, damit spielen kannst. Also die gehen ja normalerweise ein bisschen so auch out of the way, um Sachen unterzuringen. Die Waldläufer des Nordens muss man natürlich nicht in Bruchtal mit unterbringen, aber man kann es, also macht man es ja.
Okay, das heißt, wir haben ein bisschen Powergaming mit drin, mit neuen Kulturen, aber vor allen Dingen haben wir Hintergründe. Gibt es irgendwie Abenteueranregungen oder irgendwas, was man da noch an die Hand bekommt, was man da spielen kann, abgesehen von Personen? Ja. Also es gibt jetzt nicht im Sinne von eigenes Kapitel für Abenteueranregungen, aber es ist natürlich die ganzen Texte der Beschreibung, gerade Iriadors und auch Bruchthals, da sind immer wieder in kleineren Sachen, in Nebensätzen, sonst was natürlich Sachen versteckt, wo man direkt sieht, okay, der Autor wollte mir da sagen, mach ein Abenteuer draus. Es wird genauso wie für die Bände davor auch bei Bruchthal eine Abenteuersammlung erscheinen. Englische Titel ist Ruins of the North. Das heißt, die sind wir gerade dabei zu übersetzen. Sollte auch noch im Laufe des Jahres erscheinen. Und da sind dann halt konkret Abenteuer drin. Also ebenso wie bei Herz der Wildnis und dann dazugehörig Schatten beim Düsterwald ist dann auch hier das eine Kampagne zu dem Quellenbuch. Okay, das heißt, der eine Ring, der läuft bei euch weiter. Der hat ein Forever-Home gefunden. Ja, auf dem wir finden die Bücher auch selbst wunderschön. Also es ist genauso schön illustriert wie die bisherigen Bücher. Da kann man sie eigentlich schon vom... also ich selbst habe gerade keine Zeit zu spielen, aber es ist einfach schön, man möchte es haben, man möchte es durchblättern. Das ist ja super. Die Stimmung ist vor allen Dingen in den Illustrationen immer sehr gut getroffen. Vielen Dank. Bitteschön. Ich habe mich erstmal überrascht gezeigt, als ich das gesehen habe, dass du für Dungeon Slayer schreibst, weil es kommt mir nicht so vor wie deine normale Baustelle. Du bist doch eher der Erzählmensch. Ich bin der berüchtigte Erzählonkel, der mit dieses ganze eklige DSA 4 verbrochen hat, was zum einen viel erzählt und zum anderen monströse Regeln hat. Deine Worte, nicht meine. Ja, ja. Es ist keine Wette oder irgendwie das... ich einen Pakt geschlossen habe, den ich jetzt eingehen muss. Nee, ich hatte einfach Patrick vor Jahren mal versprochen, und das hat sich tatsächlich eine ganze Zeit lang hingezogen, auch mal ein Dungeon Slayers Abenteuer zu schreiben. Und tatsächlich hatte ich auch immer wieder Spaß dran, einfach eine Dungeon-Fingerübung zu machen. Es ist nicht einfach nur ein Dungeon, es sind eigentlich zwei. Und es geht um Geisterpiraten oder Piraten, die wie Geister erscheinen. Wie kam es zu der Idee, Dungeon zu verbinden halt mit Wasser, was ja immer ein bisschen schwierig ist? Ich bin ein großer Freund von Schiffen oder Raumschiffen oder was auch immer. Also abgeschlossene, Closed-Room-Szenario ist in dem Fall nicht zutreffend, weil keine Krimi-Geschichte oder sowas. Aber... halt großer Freund von maritimer Umgebung und dem Abschluss da. Es kommt da drin ein Element vor, was ich gerne auch in anderen Fantasy-Welten verwende oder in der Science-Fiction auch. Und ja, an dieser Täuschung hatte ich einfach mal Spaß dran, weil alle Leute irgendwelche von Zombies reden. Und da braucht man natürlich auch Zombies. Oh, Zombie-Piraten klingt ja schon mal gut. Ninjas kommen übrigens keine drin vor. Aber Zombie-Piraten kommen halt auch eigentlich keine drin vor. Aber mehr wäre wirklich massiver Spoiler. Ein Twist. Und hat dir die Fingerübung Spaß gemacht? In dem Sinne von, auch könnte ich jetzt noch ein paar öfter mal machen und es kommen noch Dungeon Slayers Abenteuer von dir raus? Oder sagt es, ist jetzt auch erstmal wieder gut? Ach, ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht für Star Slayers irgendeine verlassene Raumstation präsentiere oder irgendwo anders in Kera mich auch austobe. Ist es auch schön, mal was Kleines Abgeschlossenes zu machen, als immer direkt einen Riesentopf? Allemal. Okay. Vielen Dank. Zombie-Piraten, die vielleicht keine Zombies sind, von Thomas Römer. Vielleicht sollte ich nochmal laut sagen, wie es heißt. Der Schrecken des Sternenmeers. Das ist eigentlich schon so ein bisschen in Richtung Science-Fiction. Du deutest da schon an, dass du Richtung Star Slayers gehen willst. Das Sternenmeer habe ich nicht benannt. Also. Aber es gibt da immerhin, und das war der Aufhänger für mich eigentlich, eine Geisterinsel. So, gut. Wie man es braucht. Keine Welt ohne Geisterinsel. Keine Welt ohne Geisterinsel. Keine Welt ohne Sternenmeer, keine Welt ohne Dimensionstor. Danke. Das waren die drei großen Worldbuilding-Regeln von Thomas Römer. Wir haben uns jetzt vom Trubel der Heinzkorn auf den ziemlich nahen Deich von Norden Norddeich zurückgezogen, um hier in ein paar Sachen hineinzuschauen. Und den Anfang macht das Schwarze Auge Aventurien mit dem Meisterschirm. Entschuldigt, ich muss das jetzt ein bisschen hier handeln. Der Meisterschirm war ja verbunden auch mit einer Aktion, wo Leute ihren eigenen Charakter einreichen konnten und dann über Abstimmungsverfahren und dergleichen schließlich drei von diesen Figuren auch auf dem Meisterschirm gelandet sind. Das heißt, wir haben hier die Archetypen wie Layariel oder den Zwerg, aber wir haben halt eben auch Figuren, die von Leuten da vorgeschlagen und ausgemalt wurden. Und da
ist gelandet einmal die Raya-Geweihte, die hier von Heron auf die Schulter gehoben wird. Diese halbelfische Kundschafterin und mein Favorit, Ritter Steinrich von der Eiche, der hier rotzbesoffen den Rest seines nicht vorhandenen Erbes irgendwie verzecht und im Bolternspiel ausgibt. Insgesamt finde ich dieses ganze Machwerk, dieses ganze Kunstwerk von Nadine Schäkel sehr gut gelungen, sehr stimmungsvoll, und sie hat auch sehr schön die unterschiedlichen Charaktere untergebracht. Und natürlich kommt auch der Cat-Content nicht zu kurz, denn die Hexe hat natürlich ihren Familiar dabei hier. Es ist relativ dunkel, aber ich finde das schon sehr stimmungsvoll, und auch ein paar Klischees sind untergebracht. Es muss natürlich jemand hier in der Ecke stehen und mysteriös Pfeife rauchen, aber das ist alles vollkommen okay, weil einen auch ganz viele kleine Details irgendwie dafür belohnen. Und hier auf dem Kaminsims hockt eine kleine, finster guckende Eule. Ich habe damit nichts zu tun, aber vielleicht frage ich da mal nach, wie die dazu gekommen ist, dort zu landen, ob sie was mit Heinz zu tun hat. Im Inneren haben wir das, was in der Regel in so einem Meisterschirm drin ist, nämlich halt grundlegend einmal Tabellen und wichtige Übersichten darüber, wie verschiedene Regeln funktionieren. Kampfregeln nehmen gleich zwei Seiten ein. Hier haben wir noch ein bisschen was zu Magie und Götterwirken, vor allen Dingen, welche Boni und welche Mali man durch verschiedene Umstände bekommt. Das ist meiner Ansicht nach alles ziemlich sinnig ausgesucht, aber ich habe jetzt mit ihm noch keine großen Runden irgendwie hinter mich gebracht und dann festgestellt, was mir ganz dringend noch fehlen könnte. Zustände zum Beispiel sind drin und sowas alles. Alles, wo man ansonsten dann normalerweise nochmal nachschlagen muss, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, wie es funktioniert, ist dann hier ein Blick. Und häufig hört man dann ja bei einem Meisterschirm noch ein Heftchen dazu, wo noch mehr Tabellen und dergleichen drin sind. Da ist man diesmal einen anderen Weg gegangen. Denn das Begleitheft zum Meisterschirm ist tatsächlich ziemlich dick geworden. Das hat, Moment, 47 Seiten. Und es ist voll mit Dingen, die sich um Kneipen drehen, weil halt eben das Motiv vorne drauf eine Kneipe ist. Deswegen hat man hier jetzt unterschiedlichste Dinge reingepackt. Einmal eine sehr große Übersicht über Alkoholiker. Einmal mit ihren Namen, wo sie herkommen und dergleichen. Und dann mit, wie betrunken sie machen. In welcher Art von Qualität, also welche Qualität die Taverne haben musste, man das überhaupt bekommt, was es kostet und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Tabellen, wo man auswürfeln kann, wie zum Beispiel eine Kneipe oder ein Hotel heißen kann. Da kann man auch zum Beispiel zum tanzenden Eimer oder zum fröhlichen Henker oder dergleichen auswürfeln. Vielleicht gibt es das irgendwo in Aventurien. Und dann halt noch so Sachen, so wer betreibt das? Was sind irgendwie typische Leute, die da rumhängen, oder welche Angestellte gibt das? Vieles davon ist so ganz, ganz normaler Standard, wo man jetzt vielleicht sagen würde, brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Würfeltabelle drauf, um drauf zu kommen, dass da irgendwie eine Hochzeit gefeiert werden könnte. Aber es gibt dann auch so Dinge wie besondere Gäste, ein inkognito reisender Operntenor aus Winsalt. Da hängt entweder ein blöder Witz oder einfach tatsächlich schon irgendwie eine Abenteueridee dran. Das finde ich eigentlich ganz putzig. Dann zum Thema Alkohol gibt es auch noch zusätzliche Regeln, wie das mit dem Besaufen funktioniert. Und eine Sonderfertigkeit, nämlich den Kampftrinker, damit man sich besser besaufen kann. Trinkspiele mit Regeln. Verschiedene Spiele, die ansonsten gespielt werden könnten. Mit halt eben hier zum Beispiel einen Überblick über Kartenspiele von Boltan bis zu zwei Heb auf. Was auch immer. Ich glaube, zu zwei Heb auf steht nur drin. Es gibt dafür keine irdische Vorlage. Es ist einfach irgendetwas. Und dann, mein Favorit hier drin, gibt es Regeln zu einer Kneipenschlägerei, wo halt Trefferpunkte ersetzt werden zu Prügelpunkte, damit man sich nicht gleich totschlägt nach den Regeln. Und dann gibt es halt hier so Spezialmanöver mit tollen Namen wie den Backpfeifensturm oder Hose runterziehen, damit man, ich glaube, die Vorlage waren tatsächlich so Terence Hill, Bud Spencer Filme, und wir können froh sein, dass wir noch von Kirk, der also mit zwei Handkanten irgendwelchen Leuten in den Nacken schlägt, verschont wurden. Ich glaube trotzdem, das macht wenn man solche Sachen mag und solche Übertriebungen in Szenen mag, aber trotzdem irgendwie Regeln reinwerfen will, dann macht das ziemlich viel Spaß. Vor allen Dingen ist es aber ein Beweis dafür, dass man zwar sagt, ja, wir wollen dafür Regeln liefern, aber wir nehmen uns jetzt auch nicht hundertprozentig ernst damit, wenn wir den ganzen Band nur über Kneipenschlägereien machen und Dinge, die damit zu tun haben. Typische Gegner, der wutentbrannte Wirt. Und dann am Ende werden nochmal drei verschiedene Lokale vorgestellt. Ein ganz normales, das ist zum Herdfeuer, das ist also sozusagen ganz okay, beziehungsweise so etwas, was vorne auch gezeigt wird, wo man unterschiedliche Leute treffen kann. Dann gibt es ein sehr, sehr nobles in Punin, das Rundrad, wo man also auch sozusagen einen Wellnessurlaub verbringen kann und wichtige Geweihte treffen, die sich dort ebenfalls irgendwie von ihren Drogenexzessen erholen. Aber es gibt dann auch noch ganz furchtbar vorneweg die schlechteste Kneipe in Havena, und die ist schon wieder unterhaltsam überzogen. Ich glaube nicht, dass jemals jemand dieses Ding ernsthaft unterbringen wird, aber es ist schon putzig zu lesen, dass am Endeffekt von den Personen, die in diesem Loch im Boden, was ist denn das Wort des Verkehren, die Katze die sympathischste Person ist. Insgesamt ein Band, den man jetzt nicht braucht, außer man hat eine Runde, die sehr speziell darauf besteht, dass man den
die Party, die man feiert, das Besäufnis, das man ablegt oder den Besuch in der Taverne regeltechnisch ausstattet, aber es ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer kleiner Band, der halt, wie gesagt, zeigt, dass man sich nicht hundertprozentig ernst nehmen muss damit. Ich weiß nicht, ob man jetzt für einen Meisterschirm sinnig Punkte verteilen kann. Ich sage nur, er ist sehr, sehr hübsch, meiner Meinung nach. Ich mag das Artwork sehr. Er ist praktikabel. Nicht jeder mag die mit dem DIN A4-Format nach oben, weil sie sagen, dann sieht man nicht genug. Ich glaube, ich weiß nicht, es ist immer schwierig, ein Artwork zu finden, das auf einem DIN A, wenn dann vier Sachen DIN A4 quer aneinander gepackt sind, dass das Artwork noch vernünftig aussieht. Ich denke, das war der Einfluss darauf, dass das so funktioniert. Insgesamt ist es ein bisschen schwierig, einem Meisterschirm jetzt eine Wertung zu geben, aber da er mich sowohl unterhalten hat, als auch ich nichts irgendwie finden konnte, wo ich sagen würde, das finde ich jetzt vollkommen unsinnig, beziehungsweise dass irgendetwas fehlt, was ich bräuchte an wichtigen Regeln, ist es auf jeden Fall allein schon wegen dem Look und wegen der Idee ein 8 von 10 möglichen Punkten. Jetzt muss man dazu noch sagen, dass Ulysses sich überlegt, bzw. was er tatsächlich schon vorhat, noch mehr Meisterschirme rauszubringen mit demselben Konzept, dass man also dann ein Heftchen mit Fokusregeln und Hintergrundinformationen hat, die zum Thema des Artworks vorne drauf passen. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ob man dann sozusagen eine Sammlung an Meisterschirmen aufmachen muss. Einer, würde ich sagen, reicht, aber Aventurien war immer schon irgendwie ein Sammelwerk, zumindest für viele von den Leuten, die dort spielen. Wir machen jetzt aber auch noch den Sprung übers große Wasser. Nach Myranor. Myranische Formeln ist rausgekommen. Und ja, das ist im Grunde so etwas wie das Liber Cancionis für den anderen Kontinent von das Schwarze Auge, also den ersten erforschten anderen Kontinent von das Schwarze Auge. Und mit der myranischen Magie verbindet mich so eine Art Hassliebe. Ich finde die Idee dahinter sehr großartig. Im Gegensatz zu Aventurien ist es nämlich eigentlich ja der Gedanke dahinter, dass man auf verschiedenste Quellen für Magie zugreifen kann und denen dann verschiedenste Formen pressen. Das führt aber dazu, dass das dann in Regeln gegossen sehr, sehr komplex bis kompliziert werden kann, dass man mit vielen verschiedenen irgendwie Werten hantieren muss. Und dann kommen halt eben noch Formeln dazu und die machen es am Ende dann für einen einfacher zu zaubern, aber sie schränken das nun mal auch wieder ein. Und bisher gab es halt eben in myranischer Magie eine Handvoll von Formeln und es gab auch immer mal wieder in anderen Büchern noch weiter welche und jetzt gibt es einmal einen sehr umfassenden Band. Und bei dem habe ich auch zu dem ganzen Konzept auch schon wieder so eine ähnliche Einstellung zu wieder myranischen Magie grundsätzlich. Ich finde einerseits jetzt hier wiederum die Idee gut, dass man viel an die Hand bekommt. Denn vorher ist das myranische Magieregelwerk sehr, sehr offen und man kann sich da auch sehr, sehr schnell verlaufen. Und hier kriegt man jetzt ganz viele Dinge. Wenn du das und das machen willst mit der Magie, dann nimmst du diese Quelle und dann nimmst du diese Instruktion und dann bastelt es so zusammen und dann funktionieren die Werte folgendermaßen. Das ist also regeltechnisch eine große Hilfe. Andererseits schränkt es dann auch irgendwie diese Freiheit eben wieder ein. Es ist sehr, sehr umfassend. Ihr seht, auf den meisten Seiten sind direkt 2 verschiedene Formeln drauf. Die sind in alphabetischer Reihenfolge und ihr merkt, dass wir auf Seite 67 immer noch bei D sind. Und man hat also wirklich von Sachen, die extrem, extrem mächtig sind, bis hin zu, man wird ein kleines bisschen schneller oder man ist besser in der Lage, irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Also so kleine Boni auf irgendwie Talentproben und dergleichen, ist wirklich alles mit drin. Wenn man sich jetzt so von Stantepede wegdenkt, oh, was könnte irgendeine Art und Weise sein, wie ich meine Magie einsetzen kann, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man es hier drin findet. Das heißt aber auch, dass man wiederum darin ein bisschen verloren sein kann. Es ist, glaube ich, vor allen Dingen eine sehr, sehr große Hilfe beim Erstellen von Charakteren. Wenn man sich überlegt, was will ich mit dieser Figur machen, was will ich mit der Magie erreichen, wenn sie magiebegabt ist, dann kann man sich hier raussuchen, was ist möglich und welche Formeln kann ich mir kaufen. Und es macht es, glaube ich, auch deutlich einfacher, Meisterpersonen zu erstellen und sie mit magischen Fähigkeiten auszustatten. Ich habe nicht die Gelegenheit jetzt gehabt, dieses Buch sozusagen wirklich zu testen und am Spieltisch viele von diesen Formeln durchzugehen. Deswegen kann ich auf den ersten Blick nicht sagen, wie gut diese Formeln erarbeitet sind, wie sinnvoll das Ganze ist. Es ist aber, wenn man es durchgeht und sich die einzelnen Sachen anschaut und die Proben anschaut, gibt es jetzt nichts, wo man sagen würde, das sieht auf den ersten Blick falsch aus. Ich kann und will deswegen jetzt auch direkt nicht eine feste Punktewertung sagen, aber ich muss sagen, dass es auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnige Ergänzung ist davon, wie Magie in Myranor funktioniert, auch wenn es ein bisschen ein Eingeständnis ist, dass das ganz offene Magiesystem, wie es ursprünglich vielleicht angedacht war, irgendwie nicht funktioniert am Spieltisch. So viel zu den myranischen Formeln, die übrigens ein ganz letztes Wort davon, es ist ein wirklich schöner Einband geworden. Ich mag das, es ist ein sehr edler Look mit der goldenen Prägung hier auf dem braunen Grund. Verlassen wir den Bereich Rollenspiel und machen weiter mit einer Graphic Novel. Lukas Kummer, Die Verwerfung, erschienen im Zwerchfell Verlag. Eine Graphic Novel, die sich um den 30-jährigen Krieg dreht. Das ist jetzt schon mal ein nicht lustiges Thema, aber man kann sich natürlich auf unterschiedliche Art und Weise diesem
nähern. Und das ist, glaube ich, hier die böseste Variante, die ich bisher jemals in die Finger bekommen habe. Es wird erzählt, die Geschichte von zwei Kindern bzw. Jugendlichen, die irgendwann im Verlauf des 30-jährigen Kriegs, er scheint schon eine Weile unterwegs zu sein, durch verwüstete Landschaften entlang des Rheins ziehen und irgendwie versuchen zu überleben. Nach einer Weile stellt man dann fest, dass die ältere von den beiden Personen zwar ein Mädchen ist, aber sich halt als Junge ausgibt, um irgendwie Vergewaltigung und Verfolgung und dergleichen zu entkommen. Sie aber aus Angst, dass das entdeckt wird, bei ihrer letzten Einheit, wo sie war, abgehauen ist. Und jetzt wollen sie mit einem Gespinst von Lügen sich den Schweden anschließen und dort vielleicht wieder Geld verdienen. Und der größte Teil dieser Graphic Novel beschäftigt sich damit, wie unglaublich elend und auch eklig das Leben zu dieser Zeit unter diesen Umständen war. Wie also diese beiden Jugendlichen bzw. Kinder durch das Land ziehen, permanent vom Hunger verfolgt, wie sie sich selbst vergiften, indem sie Essen zu sich nehmen, das sie nicht vertragen, weil sie irgendwelche Wurzeln kochen. Es gibt praktisch keinen Ort, den sie aufsuchen, der nicht schon geplündert, zerstört und mit Leichen übersät ist. Und man hat dann einmal die ältere Schwester, die unglaublich pragmatisch ist und das Ganze sehr, sehr kalt angeht. Und den kleinen Bruder, der, wie sie selber sagt, ein bisschen spinnert ist, der hat sich mal betrunken mit etwas, wo viel irgendwie auch Drogen mit drin waren und seitdem starrt er immer in den Himmel. Sie versucht ihm gerade zu lesen beizubringen, weil das so ein bisschen ihre kleine Hoffnung ist, dass sie ihn als Schreiber irgendwo unterbringen kann und er wenigstens ein bisschen Hoffnung darauf hat. Und man hat also dann sie, die teilweise furchtbare Dinge tut, aber auch furchtbare Dinge erduldet, um irgendwie zu überleben. Und man hat diesen kleinen Jungen, der irgendwie in dem Ganzen zumindest versucht, einen Sinn zu finden und immer wieder darüber philosophiert, warum ist die Welt um uns herum eigentlich so elend? Und es gibt dann wirklich finstere Momente, im Nachhinein finstere Momente, wo zum Beispiel er stellt fest, der Brief, mit dem er lernt zu lesen und den sie gestohlen habe, irgendwo ist von Johannes Kepler. Und er stellt fest, diesen Namen kenne ich, dieser Mann hat mit Sterndeutung zu tun und er interessiert sich dafür. Und sagen wir mal so, es geht nicht unbedingt gut aus, diese Geschichte. Und dann kriegt man im Nachhinein halt noch umso mehr einen Tritt ab, wenn man sieht, dass halt eben man diese Figur hat, die eigentlich in dieser Zeit, wenn andere Umstände wären, ein Gelehrter hätte werden können oder ein Philosoph. Aber schlicht und einfach dadurch, dass dieser Krieg tobt und dass er so fürchterlich ist, wird dies mehr oder weniger verhindert. Das ist, wie ihr es vielleicht seht, die Zeichnungen sind nur in sehr, sehr einfachen Graustufen, sind teilweise sehr, sehr rau gehalten. Und es ist eigentlich auch ganz gut, dass man nur so wenig Figuren hat, die auftreten. Man hat diese zwei Kinder und dann ein paar Figuren, die am Rand erscheinen. Und weil es sonst vielleicht schwierig werden könnte, sie voneinander zu unterscheiden. Aber manchmal ist man über diesen sehr, sehr reduzierten, nicht mal Stil, auch dankbar, wenn also furchtbare Dinge geschehen oder man grässlich entstellte Leichen und dergleichen sieht und man nur sozusagen grob aus dem, was man sieht und aus dem, was die Figuren dazu sagen, erkennt, was da eigentlich passiert ist. Das verstärkt aber irgendwie den Horror am Ende noch. Kurz gesagt, das ist ein sehr, sehr gelungener Versuch, durch das Schicksal dieser Person einem nahezubringen, wie grauenhaft die Situation damals war. Und zwar für alle. Und es ist auch nicht so, dass diese Figuren, die hier auftreten, nur Opfer wären. Sie sind selber auch Täter und sie werden durch ihr Umfeld genauso kalt, genauso boshaft und genauso grausam wie die Welt um sie herum teilweise. Das geht sehr nah. Das ist auch gut geschrieben und dadurch noch umso eindringlicher. Was natürlich gut ist, weil die Zeichnungen so simpel sind, dass vieles hier über den Text transportiert werden muss. Und es ist ein Buch, an dem man am Ende rausgeht und sich sagt, es hat keinen Spaß gemacht zu lesen in dem Sinne. Aber trotzdem, man nimmt auf jeden Fall was mit. Es ist furchtbar, auch deprimierend, aber man denkt sich, solche Geschichten müssen vielleicht auch einfach mal erzählt werden, damit man das auch nicht vergisst, damit sowas irgendwie im kulturellen Gedächtnis, würde ich mal sagen, bleibt, wie grauenhaft es sein kann. Es gibt zwei irgendwie kleine Fehlerchen, die aufgetaucht sind im Buch. Einmal sind irgendwo Sprechblasen verteilt, leider direkt am Anfang. Hier sieht man auch, da ist eine verrutscht. Aber ansonsten ist das, wenn man jetzt halt mal sagt, dieser Stil ist halt sehr eigenwillig und denke ich mal auch gewollt, sehr grob. Ein handwerklich sehr gutes Buch und wie gesagt auch sehr eindringlich und gut geschrieben. Ich empfehle es niemandem, der eine Graphic Novel lesen will, weil er sich unterhalten fühlen möchte. Aber wenn man das lesen will und betroffen, also das sozusagen damit reingezogen werden will
und trotz dieser Distanz, die durch den simplen Stil erzeugt wird, irgendwie wirklich einen Schlag in die Magengrube bekommen möchte durch eine Graphic Novel, wer, sage ich mal, spüren möchte, welche Macht so eine Erzählung entfalten kann, dann sollte man dazu greifen. Ich gebe am Ende 7 von 10 Punkten. Man könnte halt eben vielleicht höher gehen, um zu werden, wie gut die Wirkung aufgeht, aber es ist mir teilweise halt zu grob, zu boshaft und zu nihilistisch, sodass ich dann am Ende keine 8 oder mehr gegeben habe, sondern bei einer 7 stehen bleibe. Ich glaube, es ist auch relativ klar, dass man, wenn man ein bisschen empfindlicher ist, das nicht in Hände nehmen sollte, und auch wenn man etwas jünger ist, ist es, glaube ich, nicht besonders gut geeignet. So. Das waren unsere drei Themen, die wir heute hier auf der HeinzCon mal vorgestellt haben. Aber ich kann schon mal einen kleinen Ausblick geben, was wir gerade so lesen. So wird zunächst dann für DSA 5, Drachenwerk und Räuberpack vorgestellt werden. Das ist eine kleine Anthologie mit 3 Abenteuern, die ursprünglich T-Abenteuer waren, aber wirklich gründlich überarbeitet worden sind und jetzt nochmal hier mit der Drachendame auf dem Cover rauskommen. Es gab ursprünglich ein anderes Cover, deswegen vielleicht seid ihr jetzt überrascht, dass es so aussieht. Und ja, ich bin da schon gut dabei. Demnächst kann ich euch dann mehr dazu erzählen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut und bis dann. Jetzt noch was Lustiges. Wir sind nicht lustig. Ja, was soll denn was Lustiges sein? Kann nicht auf Kommando lustig sein. Was soll denn, also wirklich, und immer was Lustiges, immer was Lustiges. Warum können wir uns nicht mehr ernsthaft über Sachen unterhalten, ja? Oh. Kann ich dir auf Kommando lustig sein? Ja, ich bin immer lustig. Das war immer. Wir Gut. sind spontan. Ganz spontan. Wir sind Deutsche, wir sind nicht dafür bekannt, dass wir lustig sind.